Was wäre, wenn die Tipp 3 Bundesliga powered by T-Mobile ein Weingut wäre? Eine exklusive Weinverkostung mit Fußballsommelier Paul Gludowatz. Es wird Wein sein, und wir werden. Zum einen bin ich auch ein Weintrinker. Mir schmeckt, da gibt es ein Lidl, der weiße genauso wie der rote, aber mehr der rote. Ja, Salzburg ist ein Spitzenwein, schwer verdaulich, kaum eine Kuvertierung, sicherlich etwas, was man sich auch, glaube ich, vom Preis-Leistungs-Verhältnis nicht leisten kann. Es wird Wein sein, und wir würde ich auch zu den Rotweinen zählen, schmeckt man erst nach einem schweren Essen. Zuerst muss ich spülen, dann kann ich es verdauen. Es wird Wein sein, und wir Austria ist ein spritzigerer Weißwein, der momentan schwer einzuschätzen ist. Ich weiß nicht, wie er mal schmeckt mit den vielen neuen Sorten, aber wir werden sehen erst nach dem Match. Es wird Wein sein, und wir gibt's einzig und allein Schilcher. Wenn man Spritz trinkt, ist okay. Das können wir aber nur zu Hause machen, weil da haben wir eine Chance zum Gewinnen. Aber im südsteirischen Schücherland wenig Chancen. Da trinke ich auch nicht. Es wird Wein sein, und wir ich weiß, Bier und Most, aber ich habe noch nicht mit dem ganz konform gehen können. Ich bleibe beim guten Roten. Es wird Wein sein, und wir werden den. Ich würde sie auch nicht zu den Biersorten zählen. Ich würde eher einen sehr klaren Weißwein, vielleicht etwas weniger Alkoholgrade drin sehen. Also so mit 12 Alkoholgraden einen gut trinkbaren Weißen. Es wird Wein sein, und wir werden. Das ist schon sehr rauer, ein schwer verdaulicher Roter. Dort hat man immer Probleme, den zu behalten. Es wird Wein sein, und wir werden. Also der Süßwein aus der Neusiedler Gegend passt nicht gerade zu Mattersburg, aber wenn man Mattersburg zu den mittelburgenländischen Rotweinsorten zählt, dann ist er auch ein sehr klarer, eindeutiger Blaufränkisch. Es wird Wein sein, und wir werden. Ich weiß nicht, wie das in Niederösterreich ist, ob man es bis in die Kremser Gegend zählen kann oder ob es hier in unmittelbarer Gegend. In der Solenauer Gegend gibt es auch gute Weine, auch in Linderbronn trinke ich gern an leichteren, gespritzten. Wir werden erst nach dem Match sehen, ob wir den gespritzten Weißwein von Magna auch verdauen können. Und aus Kärnten kommt das Essen zum edlen Tropfen. Das ist mir dann genauso wichtig, als jetzt einen in Holland ein Kasweckerl ist. Komm, Adi, schau, das Abschlusstraining. So, jetzt schauen wir, ob man auf die Burschen wetten kann. Na, komm. Eher nicht. Bombenschuss, aber treffen, dann's nix.